Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Knights. Ich habe die Herausforderung mal abgebrochen. Ich mache es irgendwann mal in einer ganz ruhigen Minute. GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Jo. Dann machen wir das mal ganz fix. Alter, das Ding ist so mega hackelig zu fahren, Alter, ehrlich. So. Hinter mir. Oh, Alter, wo zieh ich hin? So, das Ding ist weg, oder? Wieso lebt das Ding denn noch? Alter. So, du bist tot. Du bist auch tot. Oh, Alter, krasser Treffer gerade eingesteckt. Alter, Alter, bei. Oh. Alter, ich treffe. Nein, 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 nein. Alter, wieso? Nein! Ich wusste es, Alter. Panzerduell ist gerade noch nicht so ganz mein Ding, Alter, ehrlich gesagt. Master Bruce, ich hatte gehofft, es würde nie so enden. Ruhen Sie in Frieden. Ja, das Panzerduell ist echt nicht einfach, Alter. Ehrlich, da muss ich echt mega aufpassen. Und das Map-Mobil zu steuern, Alter, das ist gar nicht so einfach. Ehrlich gesagt. Das habe ich mir irgendwie echt anders vorgestellt. Beziehungsweise ein bisschen einfacher. Das ist echt nicht einfach. Na gut, machst du nichts. Wir versuchen das gleich nochmal. Das muss doch machbar sein. Ich muss echt aufpassen, hinter mir vor allem. Boah, Alter, ich darf auf jeden Fall nicht zu weit jetzt kassieren. Alter. Warte mal, ich muss aufpassen, aufpassen, aufpassen. Weg, weg, weg. Alter, das war wieder mega Bullshit. Sehr gut. Oh, da vorne ist ja einer. Der ist weg. Alter. Der ist weg. Der ist weg. Sehr schön. Jim, sag deinen Männern, dass sie wieder patrouillieren können. Die Panzer sind kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die letzten. Glaube ich kaum. Lass die Isolationszelle im GCPD vorbereiten. Ich bring Ivy hin. Jo. So, jetzt können wir ja wieder hinbringen. Ein bisschen ich gewohnt, hier auf dem Vierk zu bremsen. Zusammen. Seltsam. Gefällt mir nicht. Ah, ich bin mir auf jeden Fall mega viel Bock. Richtig geil, ja.
dass du da bist, Batman. Bring sie nach unten in den Zellenbereich. Wird gemacht. Was zur Hölle? Ich sieh's! Das ist Batman! Ja, ich bin's von nur. Das ist doch ein Witz. Ich dachte, wir werden angegriffen. Ja, bleib doch mal ruhig, ich bin's doch nur. Alles ist cool. Fortschritte bei der Analyse des Angsttoxins? Wird etwas länger dauern. Komm zum Uhrenturm, wenn du soweit bist, und ich zeige dir, was ich bisher habe. Wo hast du denn fahren gelernt? GTA 4, GTA 5. Beziehungsweise weiß San Andreas und ja, GTA 5. Scarecrow wird dich fertig machen, Batman. Ernsthaft? Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Ziviler Ungehorsam? Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung. Seht mal, wer da ist. Ivy, das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Oh toll, noch eine Zelle. Aber auf jeden Fall. Wir haben die Stadt nicht mehr unter Kontrolle. Niemand wird uns helfen. Und der Abschaum auf den Straßen wird alles unternehmen, damit es auch weiterhin so bleibt. Ihr hattet alle die Chance zu fliehen und habt euch dagegen entschieden. Ihr habt mein Wort, dass jeder einzelne von euch ehrenvoll erwähnt wird, wenn das hier vorbei ist. Aber jetzt müssen wir an die Arbeit. Oberste Priorität. Wir sind hier, um Leben zu retten. Und das beginnt bei den Leben eurer Kollegen in diesem Revier. Ich will mindestens 4 Leute ständig auf dem Dach haben und ein 6er-Trupp soll die Umgebung patrouillieren. Wir halten dieses Gebäude. Die einzigen, die rein oder rausgehen, seid ihr und Batman. Die Punks da draußen meinen, sie kontrollieren diese Stadt. Und bisher liegen sie da leider richtig. Wir haben weniger Leute, Waffen und Reserven. Aber wenn wir es clever anstellen, können wir die Stadt Stück für Stück zurückerobern. Ein paar Patrouillen suchen Scarecrow in Bristol. Kingston, Thrasher, Otisburg und Port Adams. Ein halbes Dutzend Hubschrauberkreise. Okay, hast du was zu erzählen? Dieser Aufzug ist gesperrt, Batman. Der einzige Weg rein oder raus führt durch die Tiefgarage. Okay, die Frage ist jetzt, wo hier die Tiefgarage ist. Ich habe gar keinen Plan, wie ich überhaupt hier reingekommen bin. Wenn ich ehrlich bin. Tiefgarage? Okay, ich bin hier vorne. Okay, mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Meine Bin ich gerade echt überfragt. Sterben da unten. Ah, okay. Sieh mich auch! Scheiß Bürokraten. Wir sind jetzt allein. Wir schaffen das, Jim. Was gibt's Neues? Es gibt Vorfälle. Überall in der Stadt. Cash, eine Zusammenfassung. Na schön, sehen wir mal. Zuallererst, wir haben den Kontakt mit den Feuerwehrleuten der 17. Wache verloren. Wir haben ihre letzte bekannte Position, aber allein überleben sie da draußen nicht lange. Dann ist da etwas Merkwürdiges. Leichen sind aufgetaucht. Und wir konnten uns vor der Evakuierung nicht darum kümmern, aber die Forensiker sind fast durchgedreht. Üble Sache. Dann haben wir den Riddler mehrmals beim Bahngelände rumschleichen sehen. Wie wir den Kerl kennen, führt er etwas im Schilde. Ich weiß, du bist beschäftigt. Aber wenn du uns hilfst, wird das Leben retten. Keine Sorge, Jim. Ich habe jemanden auf Scarecrow angesetzt. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Ein paar Leute durchkämmen gerade den Süden und Westen von Gotham. Ich stoße zu ihnen, wenn ich hier fertig bin. Wir finden diesen Mistkerl. Fernandes, hier Gordon. Wie ist der Status?
Nutze die Missionswahl, um dein nächstes Ziel in Gotham City zu wählen. Zu Jagdaufzug, okay. Ist das? In Ausübung ihrer Pflichten? Stadt der Angst? Riddlerrache? Das? Achso, Gesamtfahrtschritt, alles klar. Ich würde mal sagen, wir machen das dann hier als nächstes, oder? Finde 30 die vermissten Feuerleute der 17. Wache. Ich finde die vermissten Feuerwehrleute. Viel Glück da draußen, Batman. Ist hier nicht die Tiefgarage? Armes Schwein. Er wird nicht damit leben können, wenn er erfährt, was er in diesem Diner angerichtet hat. Hey, Batman! Schätze, Scarecrow ist dir entwischt. Hast wohl mein Handgelenk grundlos gebrochen. Er hat Pläne für dich, Batman. So, ich aber auch hoffen. Ah, da ist der Ausgang, alles klar. Das Ding wurde ganz schön aufgerüstet. Sie haben beobachtet, wie es sich in eine Art Panzer verwandelt hat. Schick. Geh nicht so nah ran. Er ist voll geil, ne? Weg. Ich weiß aber, die wollt auch so ein Ding fahren, aber sonst können nur die Auserwählten. Guten Abend, Mr. Wayne. Ich hoffe, der Wagen entspricht Ihren hohen Erwartungen. Genau genommen, Lucius, ist er ein wenig träge. Ich dachte mir, dass Sie so etwas sagen würden. Geben Sie mir einen Moment und ich bringe den Nachbrenner online. Danke, Lucius. Es ist gut, dass Sie hier geblieben sind. Sie wollen mir danken, Mr. Wayne. Versuchen Sie einfach auf der Straße zu bleiben. Ich habe bald weitere Upgrades für Sie. Ihr überbleibenden Gotham. Ich habe einen Nachbrenner. An die Vandalen, die geblieben sind und das noch warme Fleisch von Gotham noch. Gut. Nein, die Sonne kommt jetzt raus. Nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. An die Feiglinge, die hinter den Mauern der Polizeiwachen zittern. Wir werden sie schauen. Und an Batman. Ich habe einen. Ich habe deine Stadt mit einer Violentoxin und ein paar Drohnen gelesen. So viel Wachsicherheit werden, wie du geboten hast. Wenn der Morgen anbricht, Gotham in Ruhe. Und ich meinen Blick dem Rest der Welt zuwende. Wo sind sie denn hier? Die Legende von Batman rein gar nichts bedeutet. Da. Meinst du, der hat genug? Noch lange nicht. Der hält doch was aus. Nicht wahr, Mr. Feuerwehrmann? Bitte, aufhören! Weißt du, ich habe großen Respekt. Ich verfluchte Fledermaus! Oh, oh, okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ein kleiner, mieser Grimm, Junge. Wow. Ja, war es jetzt genug oder was? Batman, Gott, du bist es wirklich. Yep. Was ist hier passiert? Unser Wagen wurde angegriffen. Randalierer haben einen nach dem anderen rausgezerrt. Wir wurden getrennt und verschleppt. Bitte, sie werden uns töten. Ich rette ihre Leute. Warten Sie. Ein Polizeibeamter wird sie abholen. Okay, die Frage ist, was soll denn jetzt die anderen nennen? Einen Verbesserungspunkt erhalten. Waytech, so, was haben wir denn da? Verbessert die Leistung und Funktionen, technischer Fortschritt. Bessere Widerstandsfähigkeit.
Wie nehmen wir das auf jeden Fall? Nahkampfpanzerung. Erhöht den Widerstand des Batsuits gegen Nahkampfangriff um 25? Kann quasi in jede Richtung gehen, oder? So, nehmen wir mal das. Die Feuerwehrtruppe ist auf diesen Straßen nicht sicher. Zuletzt wurden sie bei den westlichen Dixon Docks gesehen. Dort sollte ich anfangen. Okay, wo wurden die gesehen? Das ist wieder das Problem, wenn ich gar nicht aufgepasst habe. Dixon Dogs, so hat er gesagt, oder so, ne? So, liebe Leute, ich mache jetzt aber hier mal einen Folgenbreak. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Batman Arkham Knight. Bis dahin, haut rein und tschüss.